Im heutigen Video ist Raphael Bonelli unser Gast. Herr Bonelli ist Neurowissenschaftler an der Sigmund Freud Universität in Wien, aber wahrscheinlich noch viel bekannter in seiner Rolle als Psychiater bzw. auch darin, dass er auf YouTube immer sehr spannende Videos über das RPB-Institut veröffentlicht und somit schon sehr vielen Menschen geholfen hat. Denn es ist auch eine Besonderheit bei ihm, dass er ja vielleicht psychiatrische Behandlungen oder so Therapiestunden im Internet simuliert anhand realer Fälle. Lieber Herr Bonelli, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen, was Ihnen jetzt noch wichtig ist? Nein, das haben Sie gut gemacht. In Ordnung. Dann würde ich gleich mal mit dem Thema beginnen oder mit dem Satz, der mir von Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist. Denn es ist eine Aussage, die man nicht so oft hört. Sie sagten, dass ein Mensch in seinem Leben nicht zwingend die wichtigste Person sein sollte. Und genau das ist ja etwas, was man immer völlig anders hört. Also mir fallen da Sätze ein wie du musst es oder du darfst es dir wert sein oder du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und Sie haben darüber aber eine ganz andere spannende Sichtweise, mit der ich viel eher mitgehen würde. Ja, ich glaube, dass der Mensch sich selbst eben nicht genügt, sondern dass wir ausgerichtet sind auf ein Außen. Wir sind ausgerichtet auf ein Du, das ist ganz offensichtlich. Also jeder von uns oder die allermeisten, besonders die psychisch Gesunden, haben Sehnsucht nach einem Partner, mit dem man gemeinsam alt wird. Also da ist ein Du. Aber noch stärker ist es wahrnehmbar, dass ein Mensch eigentlich richtig aufblüht, wenn er sich auf die Suche gibt nach dem Wahren, dem Guten und dem Schönen. Das nennen wir in der Philosophie die Transzendentalien. Also Transzendentalie heißt, dass es den Menschen übersteigt, dass es größer ist als der Mensch selber. Ja? Und diese Bezogenheit nur auf sich selber, das ist ja im Grunde der Narzissmus. Und da haben Sie schon recht, dass in der heutigen Zeit es einen großen Irrtum gibt. Wir sind auch in einem narzisstischen Zeitalter, sagen sehr viele Psychiater und Philosophen. Und da ist schon was Wahres dran, diese Umkehr vom Du zurück zum Ich, das hat ja Sigmund Freud sehr schön formuliert als den sekundären Narzissmus. Also das heißt, dem Du eigentlich die Liebe absprechen, also die Libido, sagt er, und es wieder dem Ich zuwenden. Ja, wobei viele Leute, die solche Sätze sagen, die haben sie nicht ganz verinnerlicht und meinen vielleicht möglicherweise sogar das Richtige. Also ich würde sagen, vom Inhaltlichen bin ich sozusagen der Kontrapunkt. Aber viele Menschen, die sagen, man muss sich zuerst einmal selber lieben, haben das nicht genau reflektiert und meinen möglicherweise das Richtige, weil natürlich ist es schon gut, dass man sich nicht selbst verachtet. Ja, das stimmt. Vielleicht können Sie ja mal ausführen, also Sie haben es ja jetzt eigentlich gerade angeschnitten, wie man das richtig verstehen könnte oder was womöglich damit verbunden ist. Was ist ein gesundes Maß dahinter? Naja, also an und für sich ist es so, dass der Mensch sich automatisch selber liebt. Ja, also das ist dieses, man ist sich selbst der Nächste, heißt es ja. Also man muss ein Leben lang daran arbeiten, dass die anderen, dass du so wichtig sind wie ich selber. Das sieht man schon bei den Kindern. Also ich habe 4 kleine Kinder im Orgelpfeifenalter sozusagen hintereinander und da merkt man, wie nahe man sich selber ist. Wenn es eine Schokolade auszuteilen gibt, dann fängt der 2-Jährige an, der ist jetzt unser robustester, um sich zu schlagen, nein, ich will die Schokolade. Oder er sagt sogar, ich habe es zuerst gehabt. Das ist ganz lustig, den Satz hat er jetzt gehört von den Großen und wiederholt er immer, wenn er was haben will. Nicht? Also diese Bedürfnisbefriedigung, die steht beim Menschen ganz am Anfang. Ja, Sigmund Freud sagt ja, der Mensch ist am Anfang reines Es, also der Säugling ist reines Es. Das heißt, es geht nur um Bedürfnisbefriedigung und das ist einmal nicht schlecht. Und deswegen steht man sich normalerweise am nächsten. Und dann mit der Sozialisierung und mit dem Decken des Dus und auch des Wir-Gefühls, wie Künkel das so schön sagt, ja, mit der Entdeckung dieser sozialen Dimension schafft es der Mensch, sich so weit zu reduzieren,
dass er mit den anderen auf einer Ebene ist. Aber es gibt schon Menschen, die sich selber niedriger empfinden als alle anderen. Aber die meisten, die das glauben, sind in Wirklichkeit Perfektionisten, die ängstlich um sich selbst kreisen, die allermeisten und die eigentlich eine ganz starke Form von Egozentrik haben. Und hier hilft eben diese noch mehr Selbstlieben überhaupt nicht, weil sie ja aus lauter Selbstliebe sich selbst nicht mögen, dass sie nicht perfekt sind. Ich weiß nicht, ob ich das gut ausdrücke, ja. Aber das heißt, die Gier danach, perfekt zu sein, fehlerlos zu sein und von anderen anerkannt zu werden, ist ein total ichhafter Trieb, ja. Aber sie erleben sich selbst als jemand, der sich selbst nicht mag. Und das, was ich therapeutisch empfehle, ist die Selbstannahme. Das ist was anderes als Selbstliebe. Und zwar die Selbstannahme als ein fehlerhaftes Wesen, das eben auch Schuld manchmal auf sich geladen hat und Dinge falsch macht, ja. Und auch Dinge nicht gut kann, ja. Es ist gar nicht so leicht für manchen Perfektionisten zu akzeptieren, dass er nicht gut singen kann zum Beispiel oder nicht gut tanzen oder was auch immer oder dass er mittelmäßig intelligent ist. Das ist für einen Perfektionisten ganz schwer zu nehmen. Und der glaubt dann, dass er sich zu wenig liebt, aber in Wirklichkeit liebt er sich zu sehr. Ja, und deswegen mag er nicht, dass er sozusagen nicht topscored, dass er nicht perfekt ist. Ja, also ist eigentlich genau der Punkt in der Bibel, dass alle schuldig sind oder schuldig geworden sind, der ja oft so negiert wird, weil die Aussage für viele nicht schön ist, ist eigentlich genau das der Punkt, wo man in die Selbstannahme kommen könnte, weil das ja auch irgendwo befreit, wenn man von vornherein weiß, dass jeder schuldig geworden ist oder jeder Fehler macht, wie auch immer man das formulieren will, dass das ja dann vor dem Perfektionismus schützt, oder? Ja, also dass man nicht perfekt ist, dass man Fehler hat und dass man sogar Schuld auf sich geladen hat, finde ich kein großes Problem. Also, aber wie Sie selber sagen, die große Lebensweisheit ist eben, diese Schuld anzuerkennen und auch und anzunehmen. Ja, man kann sie verdrängen, aber man kann sie auch annehmen und dann versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Ja. Und das, weil wenn man die Schuld nur verdrängt, dann lernt man so nichts dazu. Ja. Das heißt, man wird die Fehler immer weitermachen. Und das ist ein Unglück. Das ist nicht hilfreich. Das ist ein echtes Problem in der Psychodynamik oder auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Und also wenn ich aber weiß, dass ich auch Dinge nicht so richtig mache, dann kann ich auch vielleicht eine Partnerschaft leben. Ja, dazu werden wir noch kommen, aber die große Komponente einer Beziehungsfähigkeit besteht darin, dass man sich selber relativieren kann und sagen, das habe ich jetzt richtig falsch gemacht. Das war falsch und du hattest recht und ich hatte Unrecht im letzten Streit. Das ist eine große Qualität, wenn man das schafft. Ja, das stimmt. Also zur Beziehung kommen wir tatsächlich noch. Ich würde nur noch mal ganz kurz, Sie haben vorhin angefangen, von Ihren Kindern zu sprechen und auch von der großen Ich-Zentriertheit. Demgegenüber steht ja, dass Kinder an sich schon perfekt auf die Welt kommen und dann erst durch Erziehung verbogen werden. Wobei Kinder ja noch völlig unreflektiert, also sie müssen ja erst lernen, was richtig und was falsch ist. Entsteht schon dabei Narzissmus bei den Kindern, indem sie immer gelernt kriegen, dass alles richtig und perfekt ist, wie sie es machen? Also da haben Sie jetzt sehr viele, sehr tiefe Themen angesprochen. Also ich glaube auch, dass die Kinder sich nicht von selbst zum guten Menschen entwickeln, sondern dass sie eine Anleitung brauchen. Das ist ganz normal. Deswegen ist ja der Mensch ein soziales Wesen und braucht eben Vater und Mutter. Das ist ja kein Zufall, dass die Menschenkinder im Vergleich zu den Tierjungen so lang total hilflos sind und eigentlich fast 18 Jahre lang eine Anleitung und eine Hilfe brauchen. Das gibt es im Tierreich meines Wissens überhaupt nicht. Ja. Weil Menschen eben ganz viel lernen müssen und eben auch lernen müssen, wie sie sich in der Gesellschaft verhalten, so dass es der Gesellschaft nützlich ist und dem Allgemeinen. Das heißt, Erziehung ist sinnvoll, weil Erziehung führt hin weg von der Tyrannei des Bauches oder des Ehes, wie Sigmund Freud sagt, ich sage lieber Bauch, also der Gefühle, hin zu einer Haltung vom Herzen, einer Haltung her der Tugenden, des Offenseins für die anderen und des eben
des Wir-Gefühls oder Alfred Adler sagt des Gemeinschaftsgefühls. Also diese, also prinzipiell brauchen wir alle Erziehung, besonders eben die Kinder. Und man kann in der Erziehung auch viel falsch machen. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, dass man eben, wenn man das Kind in den Himmel hebt, dass das schädlich ist, das ist ja in der Zwischenzeit sicheres Wissen von der empirischen Forschung. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder zu sehr loben, also wegen jedem Schwachsinn loben und also unnotwendig loben und zu viel loben, exzessiv loben, diese Kinder entwickeln mit der Zeit einen Narzissmus, natürlich erst im Jugendalter, im kindlichen Narzissmus in der Form, gut, gibt es bei Sigmund Freud, aber in der Erwachsenenpsychiatrie so nicht, ja, oder in der Psychiatrie. Aber dieses Einsetzen des Narzissmus, das ist ja nichts anderes als sich selbst über die anderen stellen. Ja? Der Narzisst ist ja einer, der sich selbst idealisiert und die anderen abwertend. Ja? Also Selbstidealisierung und Fremdabwertung, ja? Dann ist das diese Bewegung. Ja? Und die fehlende Selbsttranszendenz. Diese drei Kriterien machen den Narzissten aus und das können schon mal Eltern, sozusagen liebende Eltern mit ihren Kindern machen, ganz besonders dann, wenn die Eltern nicht frei sind von eigenen Interessen. Und das wäre zum Beispiel schlechtes Gewissen wegen Scheidung oder sowas. Ja. Der Wettkampf mit dem Ex-Partner, wer schenkt dem Kind mehr? Keiner traut sich mehr, dem Kind zu widersprechen, damit das Kind ihn weiter mag. Die Bedürftigkeit als Vater oder als Mutter, eben vom Kind gemocht zu werden, weil die Partnerschaft schlecht läuft. Das alles in diesem systemischen Konglomerat kann dazu führen, dass das Kind über den Klee gelobt wird. Und das ist ein sehr ungesunder Zustand, der eigentlich den meisten Kindern eh unangenehm ist. Aber manche blühen dann so richtig auf und entwickeln eben einen Narzissmus. Also da haben Sie schon recht, aber ich würde sagen, die meisten Erziehungen, die gelingen halbwegs. Also ich möchte jetzt nicht alle Erziehende verdammen, wenn man selber Kinder hat, dann weiß man, wie viel man falsch macht. Es ist erstaunlich, wie viel Kinder aushalten, auch an elterlichen Fehlern. Also wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin so, weil meine Eltern haben die Erziehung total verkackt, ja. Dann sage ich meistens, Moment einmal, ich meine, sie sind auch für sich selber zuständig und sie müssen schon was aus sich machen. Natürlich ist nicht alles richtig, was die Eltern machen, aber ist auch nicht alles falsch. Ne? Das stimmt, ja. Ich habe das jetzt vor allem auf den Kontext der Schule bezogen, weil mir es oft begegnet und ich selber mache auch den Fehler, dass ich mich schnell innerlich über die Lehrer aufrege, wie sie das dann rübergebracht haben oder wie sie das gemacht haben oder sich eben verhalten. Aber ich glaube auch, dass es nicht gut ist, wenn die Eltern dann zu viel die Schuld auf die Lehrer schieben, weil sie dann ihre Kinder auch irgendwo in so eine Opferhaltung bringen, oder? Oder wie kann man da als Eltern vielleicht besser mit Kindern kommunizieren. Auf der einen Seite brauchen ja die Kinder die Unterstützung, weil immer schlecht zu sein, ist auf Dauer ja auch sehr belastend und sehr stressig für die Kinder. Aber da vielleicht, wie findet man da am besten so die Balance? Ich würde sagen, was Sie ansprechen, ist sehr wichtig, dass Kinder auch Autoritäten brauchen, auch außerhalb der Familie. Zuerst einmal die Eltern, das sind die wichtigsten Autoritäten. Und dann eben aber auch die Lehrer. Und das ist ganz unklug, wenn die Eltern beginnen, die Lehrer abzuwerten. Also früher, wie ich noch Schüler war, das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Da, wenn die Lehrer sich über mich aufgeregt haben, dann hatten prinzipiell die Lehrer recht. Und heute höre ich von vielen Seiten, es haben prinzipiell die Schüler recht. Wenn die Schüler nach Hause kommen und sagen, ich habe einen Fünfer bekommen, aber ich war eigentlich der Beste und der Lehrer mobbt mich, dann geht der Vater hin und macht einen Stunk, weil der Lehrer eben schlecht ist oder was auch immer. Und das ist einfach, das ist, ich meine, manchmal gibt es auch schlechte Lehrer, zweifellos. Aber das ist ein Riesenproblem für eben das hierarchische Denken, das wir auch brauchen, also kein negatives hierarchisches Denken, aber prinzipiell der Lehrer ist die Autorität. Ich bin der Schüler und ich lerne von dem was. Nicht, das ist hierarchisches Denken im positiven Sinn des Wortes. Und das wird abhanden, das kommt abhanden, wenn Eltern die Lehrer zu sehr relativieren. Und das machen sie meistens aus denselben Gründen wie die ich schon genannt habe, nämlich um den Kindern zu gefallen.
Und das ist ein ganz ein schlechtes Motiv. Also wir müssen nicht den Kindern gefallen, sondern wir müssen sie erziehen. Wir müssen ihnen helfen, gute Menschen zu werden und nicht kurzfristig positive Emotionen zu sammeln für uns selber. Also ein Kind ist nicht da zur Selbstbefriedigung. Ja, ein sehr interessanter Gedankengang. Sie hatten, oder eine sehr interessante und wichtige Aussage. Sie hatten jetzt schon öfters die Begriffe gut, wahr, schön und auch Bauchgefühl, Herz und Verstand verwendet. Und Sie ordnen das ja auch dem gut, wahr, schön zu. Könnten Sie darauf vielleicht noch mal genauer eingehen? Ja, also es gibt ja sehr viele Modelle, wie der Mensch tickt, aber das Modell, das mir am meisten hilft und das ich auch entwickelt habe, ich glaube, parallel haben das viele entwickelt, aber also ich habe es nirgendwo abgeschaut, ist eben dieses, also es ist das Drei-Instanzen-Modell von Sigmund Freud, aber etwas umgewandelt. Das E ist, nenne ich Bauch, die Bauchgefühle. Ja, die Bauchgefühle, das ist eben Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Das ist prinzipiell, das ist nicht logisch, nicht unbedingt logisch. Es ist intuitiv, ja, das Bauchgefühl, aber es braucht eben die zweite Instanz, nämlich die Vernunft, den Kopf nenne ich das. Ja, und der Kopf reflektiert dann über die Gefühle, können diese Gefühle stimmen oder nicht, weil Gefühle können eben wahr sein. Sie können ganz sensibel Dinge anzeigen, die sind, aber sie können sich auch oft irren. Gefühle sind keine Dogmen. Und das ist ein großes Das ist ein großer Denkfehler in den 80er und 90er Jahren der Psychologie zu sagen, was fühlst du tief in dir, das musst du machen, das ist falsch. Ne? Weil tief in uns spüren wir die Bauchgefühle, die mal so und mal so sind. Das bleibt auch nicht konstant. Wissen Sie, gerade in einer Partnerschaft können die Bauchgefühle, die Sehnsüchte, die biologischen Bedürfnisse alle 2 Jahre sich ändern, so würden wir nie eine Familie schaffen, ja, aber nicht, und also die zweite Instanz ist eben die Vernunft, die reflektiert die erste Instanz und die dritte, die entscheidende Instanz ist das Herz. Und das hat Sigmund Freud eben nicht, weil Sigmund Freud nicht glaubt, dass der Mensch frei ist, aber ich bin überzeugt, dass der Mensch frei ist. Nicht besonders frei, wenn er das nicht heraus hat und wenn er es nicht schafft, sozusagen sein Herz herauszuarbeiten, aber aus dem Herzen kommen die Handlungen. Und die Handlungen können eben entsprechend den Bauchgefühlen sein, wenn er sie geprüft hat und für richtig geachtet hat. Aber sie können auch entgegen den Bauchgefühlen sein, wenn er gemerkt hat, die Bauchgefühle führen mich in die Irre. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn jemand verheiratet ist und 3 Kinder hat und dann verliebt er sich in seine Sekretärin, dann sind die Bauchgefühle bei der Sekretärin. Der Kopf ist eben hoffentlich bei der Familie und das Herz prüft eben von seinen Werten her, ja, die Werte des Menschen sind im Herzen verankert, prüft er, was will ich für ein Mensch sein? Und normalerweise will jemand ein Mensch sein, der treu ist und zu seiner Frau und zu seinen Kindern steht. Und dann sagt er Nein zu den Bauchgefühlen, also ein leichtes Beispiel. Und wenn Sie jetzt fragen, was haben die Transzendentalien damit zu tun? Ja, das ist interessant, dass eigentlich jede dieser Instanzen, da gibt es keine bessere oder schlechtere Instanz, sondern eben verschiedene Funktionen innerhalb des Systems. Aber jede dieser Instanzen kann man eine Transzendentalie zuordnen. Ja? Also dem Kopf das Wahre, das ist ja offensichtlich. Der Kopf fragt, was ist wahr und demnach, was ist falsch. Ja, das Herz fragt, was ist gut und was ist eben böse. Entspricht das meinen Werten oder nicht? Wobei, da muss man auch noch sagen, dass ich ein Leben lang prüfen muss, habe ich die richtigen Werte oder habe ich vielleicht falsche Werte? Man kann auch die falschen Werte haben. Nicht die Nazis zum Beispiel hatten auch Werte oder die Kommunisten. Also das heißt, man kann schon auch voll daneben liegen mit dem Herzen. Und der Bauch ist zuständig für das Schöne. Und diese Erkenntnis, die hatte ich mal, wie ich im Kunsthistorischen Museum in Wien gestanden bin. Also ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, da bin ich jede Woche oder fast täglich ins Kunsthistorische Museum gegangen, hatte eine Jahreskarte und habe versucht, wirklich zu erfassen, was gute Kunst ist. Und dann bin ich eben zu einem Kunsthistoriker und habe ihn gefragt, kannst du mir die Kriterien nennen für ein gutes Kunstwerk? Und er sagt, nein, das kann man nicht so rational runterbrechen. Das ist schon auch irgendwie ein Bauchgefühl. Und deswegen das Schöne, der gute Geschmack, das hat auch etwas mit einem kultivierten Bauchgefühl zu tun. Also der Bauch interessiert sich für das Schöne, aber ist halt auch oft sozusagen falsch unterwegs. Ne? Es ist sehr interessant, weil meistens sagt man ja, ich habe auf meinen Bauch gehört oder das hat mir mein Bauchgefühl gesagt. Aber so wie Sie es jetzt erklärt haben, wäre das ja dann vielleicht eher, wenn
Naja, wäre das dann eher das Herz, auf was man hören sollte, wo dann aber die Werte eben fest verankert sein müssen? Naja, das, ja, wobei, nein, man kann schon auf, also schauen Sie, der Bauch ist ja nicht unnützlich. Der Bauch, der gibt mir ein gewisses Gespür, der gibt mir mal das Gespür dieser Mensch, der meint es freundlich mit mir oder pass auf, der ist eher gefährlich. Also es gibt, also da ist sehr viel Unbewusstes, sehr viel Lebenserfahrung drinnen. Also das ist schon ein komplexer Prozess, der da abläuft. Aber er kann auch sehr schief gehen. Sagen wir mal, wenn mir gegenüber ein Narzisst steht, der jetzt, ich sage jetzt irgendwas, mein Haus mir abluchsen möchte und mir zu wenig Geld gibt. Und der kann so charmant sein, dass ihm das gelingt. Nicht die Heiratsschwindler sind solche Typen. Und wenn man da nicht den Kopf einschaltet und sagt, nein, eigentlich sollte ich mein Haus niemandem überschreiben, weil das habe ich von den Eltern geerbt und wieso, auch wenn der das jetzt aus irgendeinem seltsamen Grund dringend braucht, irgendwie ist das jetzt nicht logisch. Ja. Und dann ist es schon gut, seine eigenen Bauchgefühle zu relativieren. Das heißt, aus dem Bauch heraus entscheiden, ohne nachdenken, ist immer falsch. Aber auf den Bauch hören und dann prüfen und sagen, ja, das passt. Das ist total in Ordnung. Ich kann mich gut erinnern, es ist schon länger her, hat ein Patient von mir mich angerufen vom Jakobsweg. Mit dem habe ich dieses Bauch-Herz-Kopf-Modell entwickelt und er sagt, ja, ich bin jetzt ganz unsicher, soll ich jetzt den Landweg gehen Richtung Santiago oder soll ich den Seeweg gehen, also am Meer entlang? Und dann habe ich gesagt, na gut, also dann prüfen wir es mal. Was sagt denn die Vernunft? Was ist der bessere Weg? Sagt dann, ja, der eine ist halt schwerer als der andere ist schöner. Aber beide sind okay. Was sagt das Herz? Na, vom Wert her ist völlig egal. Dann sage ich, na, dann hören Sie auf Ihren Bauch, es ist egal. Ne? Und dann hat er eben intuitiv einen von den beiden, ich weiß gar nicht mehr welchen, Weg gewählt. Verstehen Sie, also man kann auf den Bauch hören, aber man muss wissen, wann. Das heißt, ohne Reflexion, wir Menschen sind reflexive Wesen, wir sind intelligente Wesen. Und wenn wir die Intelligenz ausschalten, dann gehen wir in die Irre. Das ist bei den Tieren nicht ganz so, weil Tiere eben dieses reflexive Vermögen nicht haben in dem Sinn, wie es der Mensch hat. Und der hat einen Instinkt und viele Tiere machen instinktiv das Richtige, aber manche machen auch instinktiv dann das Falsche oder etwas, was ihnen schadet oder gehen dann in die Falle, weil eben ihr Instinkt sie fehlleitet. Aber prinzipiell sind wir Menschen, haben wir mehr als den Instinkt. Aber mal prinzipiell auf den Bauch hören ist nicht schlecht, nur das ist nicht die letzte Instanz, das ist meine Aussage. Okay, gut, danke. In der Bibel steht, glaube ich, in der Apostelgeschichte, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wer aus der Wahrheit geboren ist, der hört meine Stimme. Also würde das ja bedeuten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass der Verstand, also ich würde jetzt mal, wer aus der Wahrheit geboren ist, das würde ich jetzt mal der Verstandesebene vielleicht zuordnen, dass man kategorisieren kann, was wahr, was falsch ist. Und der hört meine Stimme, das denke ich, wäre dann vielleicht eher das Herz, oder? Wenn man das mal. Naja, damit man die Wahrheit sehen kann, muss man sich zuerst für die Wahrheit entscheiden. Der Kopf steht nicht für sich allein. Also darüber haben wir noch nicht geredet, aber es gibt viele Menschen, die wollen die Wahrheit nicht sehen, weil die Wahrheit für sie aus irgendeinem Grund nicht nützlich ist oder irgendwie, weil sie glauben, dass die Wahrheit sie bedroht. Ja? Und deswegen wollen sie die Wahrheit nicht hören. Und deswegen ist der Kopf total verbohrt, ja. Also das, was das Herz dann macht, ist ein Denkverbot ausgeben. Und also das ist eigentlich eins der häufigsten Phänomene, die ich sehe bei meinen Patienten, dass sie ganz offensichtlich etwas nicht sehen können, weil sie es nicht sehen wollen. Das nennt Sigmund Freud Verdrängung. Das heißt, die Leute drücken etwas weg, was offensichtlich ist, weil sie es nicht erkennen wollen. Und Aufgabe des Therapeuten, sagt Sigmund Freud, ist eben dann dieses Unbewusste bewusst zu machen. Ja, wo es ist, muss ich werden, sagt Sigmund Freud. Das heißt, dass man dann bewusst macht, was gehen da für Prozesse los. Das heißt, offen sein für die Wahrheit ist eine Haltung des Herzens. Dann hat es der Kopf leicht. Aber die meisten von uns Menschen blockieren sich gegen viele oder gegen manche Dimensionen der Wahrheit. Die Wahrheit hängt aber zusammen. Und deswegen erkennen sie dann die ganze Wahrheit nicht. Ich meine, die ganze Wahrheit, das ist jetzt ein schwieriger Begriff, aber ich würde sagen,
Jeder Mensch hat blinde Flecken und zwar die blinden Flecken, die er haben will. Es ist ein Problem des Herzens, ja. Und deswegen jetzt zurück zu Ihrem Zitat. Also wenn man in der Wahrheit ist, bedeutet das, ich habe mich ganz geöffnet für das, was wahr ist vom Herzen her. Und deswegen kann mein Geist frei sich bewegen, ja. Und wenn Sie sich einfach einmal umschauen in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis oder was auch immer, Sie werden merken, dass die meisten irgendwo Denkverbote haben. Weil es auch so mühsam ist, die Dinge immer neu zu bedenken und so weiter. Also da gibt es schon einmal Entscheidungen, die vor dem reflexiven Prozess stattfinden. Das heißt, ich entscheide mich dafür, dass ich, keine Ahnung, ein guter Psychiater bin und dann wird weitergedacht oder was auch immer. Ja. Das heißt, es wird das Grundsätzliche gar nicht in Frage gestellt, obwohl man da wirklich weiterkommen könnte. Ne? Ich glaube, die entdeckt man auch ganz leicht bei sich selber, wenn man mal das Denken vom aktuellen Stand mit dem Denken von ein paar Jahren vielleicht immer wieder vergleicht. Ja, man entwickelt sich weiter, aber auch nicht immer zum Guten. Also es gibt Menschen, die mit 20, 30 alles erkannt haben und mit 50 nicht mehr. Also ich hoffe, ich gehöre nicht dazu, aber ich meine, man muss schon ehrlich sagen, das gibt's auch. Man kann sich schon auch verlieren. Wie bewerten oder wie ordnen Sie dann die Aussage ein, weil Sie jetzt meinten, alle drei Instanzen haben ihre Berechtigung, alle drei sind wichtig, vor allem in fernöstlichen Religionen vielleicht oder in spirituellen Ausrichtungen, wird ja sehr darauf gebaut, den Verstand auszuschalten mittels Meditation und so weiter. Also ich denke, dass das schon sehr gut sein kann, um vielleicht von dem Verkopften mal wegzukommen oder um generell ruhiger zu werden, aber manchmal wird es ja dann zu einer kompletten Lebensphilosophie, also dass der Verstand dann so ins Dunkle wie verbannt wird quasi. Ja, da haben Sie recht, aber gleichzeitig würde ich sagen, ist das auch schon ein Vernunftmodell. Also ich würde das diese fernöstlichen Philosophien, Querstrich-Religionen jetzt nicht unbedingt als unvernünftig abtun. Auch wenn sie Meditationsübungen haben, wo man den Verstand abschaltet, das gibt es auch im christlichen Glauben, dass man sagt, okay, jetzt bin ich im Herzensgebet. Und jetzt, also das heißt, man muss nicht immer mit dem Kopf dabei, also wenn die Ausrichtung prinzipiell vernünftig ist, ja, dann kann man sich auch einmal gehen lassen, wissen Sie. Also ich meine, vergleichen wir das mal mit Sexualität, also wenn man weiß, mit wem man verheiratet ist und mit wem man sexuell leben möchte, dann muss man jetzt nicht immer den Kopf dabei haben, sondern dann kann man sich eben auch entsprechend gehen lassen und das gilt auch für die Gottesbeziehung. Also man kann durchaus ganz Kind sein, man kann also im Ausagieren der Beziehung mit einem Schöpfergott, mit einem allmächtigen, wohlwollenden Gott, kann man eben auch eben Kind sein, unvernünftig sein, weinen, was auch immer. Also kann man den Bauch ganz rauslassen, das ist in Ordnung. Aber es hat dann trotzdem ein vernünftiges Konzept in sich. Ja. Gefährlich wird es nur, wenn in irgendeiner Sekte dann sozusagen die Lehre völlig verdreht wird, auf den Guru ausgerichtet, damit er finanziellen oder sexuellen Profit hat. Das ist ja häufig. Und dann alle unvernünftig folgen, weil der Guru so charismatisch überzeugend ist. Da wird es gefährlich, aber in den Weltreligionen, die wir so haben, würde ich sagen, ist der Ausgleich zwischen Vernunft und Bauch und dem Herzen prinzipiell gut gelungen. Da muss man sich jetzt jede Religion einzeln anschauen, aber im Prinzip würde ich sagen, sonst hätte sich das gar nicht so weiterentwickeln. Die große Aufgabe der Religion ist ja zuerst einmal, das Bauchgefühl zu relativieren und einzuordnen. Ja, was bedeutet das Bauchgefühl? Deswegen hatte das Judentum die 10 Gebote entwickelt, ja, um das Bauchgefühl ein bisschen dem eine gute Richtung zu geben, ja, sozusagen Grenzpflöcke aufzuzeigen. Interessant, ja. Sie hatten dann vorhin gesagt, dass Sie Kunst mal sehr lang studiert haben, beziehungsweise die Schönheit darin eben entdecken wollten. Und würden Sie da jetzt im Vergleich zu der Kunst, die jetzt, also man kann ja nie sagen, die eine Kunst, es gibt ja verschiedene Kunstrichtungen, aber vielleicht so, wenn wir jetzt mal vom Mainstream ausgehen, was an Kunst jetzt entsteht oder auch in der musikalischen Richtung, was da an Kunst entsteht, entdecken Sie daran noch Schönheit?
Ja, absolut. Also ich mag natürlich, mein Lieblingsmaler ist Caravaggio. Und auch Michelangelo mag ich gerne, aber ich kann sie mir nicht leisten. Aber auch die moderne Kunst hat unglaublich schöne Produkte, die halt dann mehr abstrakt sind. Aber das ist egal, es geht. Und eine Schönheit kann auch einmal, wie soll ich sagen, einen hässlichen Menschen darstellen, aber eben aus einer schönen Perspektive oder. Also ich finde, gerade die moderne Kunst, da sehe ich jetzt keine große Krise. Es gibt vielleicht eine Krise des Gegenständlichen, weil der Gegenstand im Moment nicht mehr so dargestellt wird oder das ist jetzt auch verschieden. Da muss man wirklich in die Details der Künstler gehen. Also ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Moderne, in der österreichischen Kunst und ein Hermann Minnitsch, den finde ich schön einfach. Das finde ich toll. Hoppala, jetzt habe ich Gäste. Okay, aber wir können weitermachen. Ich hoffe, das stört nicht. Nee, gar nicht. Und jetzt auf die Musik bezogen. Meine subjektive Empfindung ist, dass ich nicht mehr so sehr in Musik die Schönheit erkenne. Und es gibt ja auch die Experimente, wo Wasser eben mit Heavy Metal beschallt wird oder dann mit klassischer Musik und danach gefroren und dann werden die Eiskristalle angeschaut. Und bei ersterem sind die sehr, sehr hässlich und haben eben nicht die Symmetrie. Okay. Nein, ich verstehe schon, was ich meine. Also da möchte ich noch einen Zusatz tun zur Malerei. Also natürlich gibt es auch unglaubliche Scharlatane und Leute, die also einfach nur einen Aktionismus machen und einen totalen Schwachsinn und etwas, was völlig in sich wertlos ist. Aber das gab es immer, wissen Sie. Also das hat sich halt nur nicht tradiert bei uns. Also wenn wir heute eine mittelalterliche oder neuzeitliche Kunst sehen, dann sind das die guten Werke, weil die anderen sind schon lang weggeschmissen worden. Und eben in der heutigen Zeit gibt es halt alles am Markt. Also man kann schrecklich kitschige Sachen kaufen, total überteuert. Und irgendein Kunsthändler redet einem ein, das wird der neue Michelangelo oder was auch immer. Also da kann man schon voll daneben liegen. Und wenn man in ein Haus geht und sieht, was die Leute für Kunst aufhängen, dann merkt man schon, also das macht was mit dem Haus, wenn da sozusagen etwas hängt, was nicht wirklich Kunst ist. Also nicht alles, was modern ist, ist auch schon schön und ist auch schon echte Kunst. Also das möchte ich, weil ich glaube, ich habe mich das falsch ausgedrückt. Und bei der Musik gilt dasselbe. Also natürlich, ich bin Österreicher und ich liebe eben, mein Lieblingskomponist ist Bach und Vivaldi. Und natürlich ist Mozart war ein Genie und Beethoven ist auch großartig, also gut, und die Wiener Klassik und so weiter, ich könnte jetzt lang schwärmen. Natürlich, das ist eine geniale Musik, das sind Jahrhunderttalente, die haben sich halt gehalten. Viele andere haben sich eben auch nicht gehalten, das muss man sagen. Ein Salieri zum Beispiel war auch nicht so schlecht, aber das hört sich ja auch keiner mehr an. Das weiß man von dem einen Mozart-Film, dass es Salieri gegeben hat und sonst wüsste man es nicht. Und das, was Sie da erzählen von diesem Eis, das hat mich nicht erreicht, aber das wird auch nicht Bestand haben, wissen Sie. Das wird man in 10, 20, 30 Jahren einfach nicht mehr rezipieren. Also da glaube ich schon an die menschliche Entwicklung. Das, was ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Zwölftonmusik und bei der Zwölftonmusik, das ist halt mehr ein verkopftes Modell. Das ist halt nicht so, da würde ich sagen, da ist der Bauch eben nicht dabei. Das ist nur ein Konzept. Und da ist zu wenig schön, also schön im Sinn des Bauches, ja. Also wenn ich mir einen Mozart anhöre, dann ist das natürlich, hat das vom Kopf her ein geniales System oder Bach noch viel mehr. Das ist wirklich, hat ein System, aber es fühlt sich auch wirklich wahnsinnig schön an. Und das zum Beispiel ist bei der Zwölfter Musik nicht, das kann mir keiner erzählen, dass er das schön findet. Also vom Bauch her, dass er es genießen kann, Augen zu und einmal so richtig sich reinlassen, das geht nicht, sondern das ist mehr ein Konzept, das ist vielleicht ein künstlerisch wertvolles Konzept und das musste mal gemacht werden, aber ich meine, hört sich auch keiner an, wissen Sie? Also wer hört sich schon Alban Berg an oder nicht? Das ist irgendwie, ja, das gibt's und man findet das irgendwie toll, aber man hört sich's dann doch nicht an. Am Abend hört man sich dann lieber doch einen Bach an, ein Doppelkonzert oder einen Mozart. Es hat, ich glaube, irgendein Designer, der hat auch ein Band über Ästhetik oder Schönheit veröffentlicht, aber ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf. Der meinte, dass Schönheit ein Konzept ist, was alle Menschen gleichermaßen berührt. Und gerade so, wenn wir jetzt mal bei Mozart oder Bach bleiben,
dann bekommen viele Menschen gleichermaßen zum Beispiel Gänsehaut oder so. Also man reagiert auf die Musik, wohingegen das vielleicht bei, also ich höre selber schon gern Hip-Hop an teilweise, aber jetzt mal, das wird die Massen jetzt nicht bewegen. Also da wird eben nicht dieses Bauchgefühl zustande kommen. Aber wie kommt es dann, dass so Strömungen entstehen, die eigentlich offenkundig nicht so berühren, aber trotzdem dann ja zum Mainstream werden? Also ich würde sagen, das ist, vielleicht muss man also von diesem Bauch-Herz-Kopf-Modell kann man das vielleicht ganz gut erklären. Also das, was wir noch zu wenig angeschaut haben, ist der Kitsch. Ja. Kitsch ist etwas, was sehr viel Bauch ist und eben sehr wenig Verstand und im Grunde auch kein richtiges und keinen Stil. Also das heißt, Kunst ist, was allen gefällt. Ich weiß nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe, das würde ich nicht sagen, sondern eben, es kommt schon darauf an, ob ich mein Bauchgefühl kultiviere. Wissen Sie, das ist wie Gourmet. Also Menschen, die lernen, was richtig gutes Essen ist, also da zähle ich mich jetzt nicht dazu, aber die schmecken Dinge heraus, die man sich nicht vorstellen kann. Beim Rotwein kann ich ein bisschen mitreden, aber da nicht. Also es gibt aber Menschen, die unterscheiden nicht zwischen einem genialen, tollen Rotwein und irgendeinem Fusel, weil sie da ihr Bauchgefühl nicht kultiviert haben. Also man kann das Bauchgefühl kultivieren und diese, nicht, man kann Fastfood essen oder man kann in einem Drei-Hauben-Lokal essen. Das sind ganz verschiedene Dimensionen, aber es werden sich Leute finden, die sagen, lieber gehe ich zu McDonald's und wahrscheinlich ist es sogar die Mehrheit. Und genauso ist es mit der Kunst. Also es gibt eben, das erklärt auch, warum sich eben Kitsch so verbreitet und eben die Leute teilweise eben auf künstlerischer Ebene in die Irre geführt werden. Aber dann gibt es noch eine andere Dimension, das ist eben die Dimension der Mode. Ne? Mode gibt es eben nicht nur beim Anziehen, sondern Mode gibt es auch in der Kunst. Wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand gekauft werden muss, damit man dazugehört, in Österreich gab es einige Künstler, die musste man eben haben, wenn man dazugehören wollte. Wenn das sowas ist, dann denkt man nicht mehr drüber nach, ist das jetzt schön oder nicht, gefällt es mir oder nicht, sondern einfach, ich muss auch einen Brachensky oder was auch immer, ja, haben, bei mir zu Hause hängen, koste es, was es wolle und ist auch egal, wie er ausschaut. Und das, glaube ich, dieses Phänomen der Mode, das lässt sich sogar auf die Medizin übertragen. Es gibt auch Moden in der Medizin. Aber ganz besonders gibt es Moden in der Kunst und da muss man aufpassen, weil die sind nicht beständig. Und das, glaube ich, erklärt ganz gut das Phänomen, das Sie da beschrieben haben. Ja, das stimmt. Sie haben gerade den Begriff mit reingebracht, den ich gesucht habe, aber nicht drauf gekommen bin. Kultiviertheit. Ich finde, das ist etwas, was sehr stark verloren gegangen ist. Vielleicht sehe ich das auch gerade nur zu beschränkt, aber wenn man das jetzt auf die Geschmacks, ja, Sie hatten von McDonald's gesprochen oder Burger King, keine Ahnung, Fast Food allgemein wird bevorzugt, vor allem bei den jüngeren Generationen vielleicht. Wie kommt es, dass die Kultiviertheit so abgenommen hat? Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass es so abgenommen hat. Also ich glaube, was mich mehr fasziniert, also ich bin nicht gerne Pessimist und sage, es wird alles schlechter und alles wird immer schlechter. Also das ist nicht mein Wesen. Ich würde sagen, die Kultivierung des eigenen Bauchgefühls ist halt sehr notwendig, um sich weiterzuentwickeln. Ja, es gibt von Adalbert Stifter einen Roman, der heißt eben Spätsommer und den finde ich so wahnsinnig schön, weil das ist ein Entwicklungsroman, da gibt es ein paar, also das ist ein eigenes Genre und das bedeutet, wie ein ungehobelter junger Mann eben dann wirklich jemand wird, der eine umfassende Bildung hat, aber Bildung nicht im Sinn von Wissen, dass er Wikipedia vorlesen kann, sondern eben Bildung, ja, dass er die Dinge richtig geordnet hat in seinem Kopf und dass er emotional eben eine richtige Ordnung hat und das wäre ein kultivierter Mensch.
Ob es das früher öfter gab als heute, das kann sein. Aber ich meine, glorifizieren der alten Zeiten, wenn man in die Geschichte schaut, glaube ich, ist eine schlechte Idee. Aber wahrscheinlich ist es selten. Also die wirklich kultivierten Menschen, da wird es wahrscheinlich wenige geben. Da muss man sich jetzt auch überlegen, kultiviert in welcher Hinsicht, nicht? Also ich habe jetzt Menschen kennengelernt, die sich wahnsinnig gut mit Kunst auskennen und die halt unheimliche Gourmets sind und die sich genau auskennen, wo man gut essen kann in Wien. Menschlich sind die weniger kultiviert, nicht? Also es gibt verschiedene Ebenen des Kultivierens. Was die Psychologie halt besonders interessiert, ist das Selbstkultivieren im Sinn einer Tugend. Das heißt, ich entscheide mich vom Herzen her, was finde ich richtig, also was entspricht meinen Werten, was für ein Mensch möchte ich sein. Der Kopf überlegt, wie komme ich hin. Und dann setzt man immer mehr Handlungen, die diesem Ziel entsprechen. Und dadurch entwickelt sich langsam eine gute Gewohnheit, ja, eine Gewohnheit in diese Richtung. Der Bauch gewöhnt sich dran. Und das nennt man Tugend. Und das ist das Kultivieren der eigenen Persönlichkeit. Das heißt, man flippt nicht aus, wenn ein Mensch unhöflich ist. Man bleibt eben höflich, verbindlich, ja, nicht wenn sich der andere falsch verhält, man weiß, wie man sich mit dem anderen Geschlecht verhält, nicht? Also das ist eben kultiviertes Verhalten. Das muss aber aus dem Herzen kommen. Die 68er haben das stark kritisiert, weil sie der Meinung waren, das ist alles Konvention. Und da hatten sie teilweise recht, weil es eben viele Leute gab, die das unreflektiert einfach mitgemacht haben im Sinne einer Mode. Das macht man eben so, ne? Die konnten es auch nicht erklären, weil man es eben so macht. Aber das ist ja nicht der Sinn von einer Kultur. Der Sinn von einer Kultur ist, dass sich Menschen gemeinsam überlegen, wie können wir am besten zusammenleben und wie geht das reibungsloser? Und wenn man einem Menschen begegnet, der wirklich kultiviert ist, dann ist das ja ein Ereignis. Ich meine, das ist ja ein Hochgenuss. Das ist ja wirklich schön, mit dem zusammen zu sein und von ihm zu lernen. Und deswegen glaube ich, ist es auch wirklich nachvollziehbar, dass es einen Sinn macht, sich selbst zu kultivieren. Jetzt unabhängig von Kunst und Kultur und Literatur, über die haben wir noch nicht geredet. Die ist mir besonders wichtig, die Literatur, weil sie natürlich auch mit der Psychologie am nächsten ist. Aber das Wesentliche ist, wie gehe ich um mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern und überhaupt mit anderen Menschen, meiner Meinung nach. Das ist die Selbstkultivierung. Dann wären wir ja jetzt direkt beim Thema Beziehung angekommen und eben zu dem Thema Mann-Frau. Sie haben ja ein sehr schönes Buch geschrieben, Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Ist vermutlich auch ein Satz, der nicht ganz so gern gehört wird, wahrscheinlich von den Frauen teilweise mehr oder nicht nur teilweise. Und Sie waren jetzt dabei, wie Beziehung gelingt. Und ja, wie gelingt denn am besten eine Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Partnerschaft? Also wir haben das Buch so genannt. Also ich meine, wir haben lange überlegt, wie nennen wir das Buch, weil natürlich bei Mann-Frau ist der Markt ja ganz voll. Und meine Botschaft ist, dass wir aufeinander bezogen sind und dass wir einander irrsinnig gut ergänzen. Ja, also ich meine, da kann man Yin und Yang und alles Mögliche, also das sieht man in allen Kulturkreisen. Das ist eine innere Wahrheit, die wir in allen Kulturen wiederfinden. Ja. Das heißt, Mann und Frau profitieren voneinander, weil sie unterschiedlich sind. Und warum jetzt Frauen brauchen Männer und umgekehrt? Weil wenn man sagt, Männer brauchen Frauen, dann sagt jeder natürlich, das ist eh klar. Ne? Es ist erstaunlich, wie in unserer Gesellschaft diese zwei Sätze, Männer brauchen Frauen und Frauen brauchen Männer, unterschiedlich gewichtet werden. Ja? Das eine, da sagt jeder ja, aber das lockt keine Katze hinter dem Ofen hervor, das weiß ja jeder. Also Männer brauchen Frauen, ist klar, das ist defizitäre Wesen. Aber Frauen brauchen Männer, das ist wirklich ein Hingucker. Und deswegen haben wir es so genannt, aber unten steht und umgekehrt, um zu verdeutlichen, dass das nicht einseitig ist. Und das ganze Buch redet von der gleichen Augenhöhe. Das heißt, wir sind verschieden, Männer und Frauen sind verschieden. Da gibt es wahnsinnig viele Studien und zwar gibt es eine gaußsche Verteilungskurve für die Männer und für die Frauen und die überschneiden sich auch teilweise nicht. Deswegen gibt es eben auch
Ja, es gibt nicht eine rein männliche Eigenschaft, die Frauen gar nicht hätten oder bei den Frauen schon, weil ich meine, Kinder kriegen können Männer mal nicht, aber das ist ein Detail, ja, sonst ist praktisch jede psychologische Eigenschaft zwischen den Geschlechtern asymmetrisch verteilt und die gaußschen Verteilungskurven sind manchmal weit auseinander und manchmal überlappen sie sich ordentlich. Aber prinzipiell kann man aus diesem statistischen Gefüge schon das Prinzip der Männlichkeit und der Weiblichkeit herausarbeiten. Und das Schöne ist, dass die sich so wahnsinnig gut ergänzen, dass ich das eine irrsinnig gute und schöne Botschaft finde. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil das ist das Prinzip meiner Paartherapien. Ja? Also wenn der Mann männlicher wird und seine positiven männlichen Eigenschaften eben kultiviert, da sind wir wieder beim Kultivieren, und die Frau ihre weiblichen Eigenschaften, dann ist das ein sehr herzliches und gutes und harmonisches Miteinander. Aber wenn sie nicht wissen, dass sie eine Frau sind oder ein Mann sind, dann kommen sie in Konkurrenz. Dann versuchen sie, jeder dasselbe besser zu machen als der jeweils andere. Dann ergänzen sie sich nicht, sondern bekämpfen sich. Und dann tun sie sich in der Partnerschaft schwer. Wobei diese Hardcore-Ideologen der 70er und 80er Jahren, die sagen, Männer und Frauen unterscheiden sich gar nicht, die haben meistens auch keine Lebenserfahrung in diesem Bereich, weil sonst würden sie das sofort anders kommunizieren, weil das ist natürlich nur ein theoretisches Konstrukt. Das kann man entwicklungsgeschichtlich gut erklären, weil es gab eben diesen Biologismus dem 19. Jahrhundert. Der hat eben umgeschwenkt in den Genderismus des 20. Jahrhunderts. Das ist sozusagen nicht das Pendel, das auf die andere Seite schlägt. Und jetzt sind wir aber mit der Gendermedizin im 21. Jahrhundert, wo wir genau wissen, Männer und Frauen sind natürlich auf gleicher Augenhöhe und gleich wertvoll, selbstverständlich, aber mit unterschiedlichen Ausprägungen ihrer Eigenschaften. Und das würde, glaube ich, jetzt auch, das ist ein breiter Konsens, wenn wir jetzt einmal die Ideologen von links und rechts weglassen. Das ist ein breiter Konsens in der Gesellschaft und damit kann man gut therapeutisch arbeiten. Was sind für Sie so, also Sie sagten, wenn Männer wieder männlicher werden, Frauen wieder weiblicher, was sind da für Sie die verstärkt weiblichen Eigenschaften, ohne dass man die jetzt dem Mann abspricht, aber Sie haben es ja jetzt genau definiert, wie Sie es meinen, und die verstärkt eher männlichen Attribute, Eigenschaften? Es gibt eben hunderte verschiedene Eigenschaften, die ich in diesem Buch aufgenommen habe, aber ich füge sie dann zusammen und breche sie runter auf drei Ebenen, die körperliche, die emotionale und die kognitive. Ja. Und in diesen drei Bereichen unterscheiden sich Mann und Frau ordentlich. Dass sich Mann und Frau körperlich unterscheiden, glaube ich, muss ich nicht weiter erwähnen, aber das männliche Prinzip, das man hier festmachen kann im Kontrast zur Frau, ist die Stärke. Also Männer sind sowohl physisch stärker, das ist offensichtlich, das muss man nicht, obwohl auch das, sagen wir, muss man belegen, aber das ist leicht belegbar. Aber auch psychisch merkt man, dass sie robuster sind, dass sie eben ja, le leichter einen Kampf gegen Aggression und so weiter haben. Also das alles Stärke. Auf der anderen Seite ist die Offenheit für das Leben bei den Frauen, ja. Also das heißt, alles, was mit Kindern, mit Tieren zu tun hat, mit dem Leben, das ist typisch weiblich, aber auch Schönheit, ja. Also in allen Kulturen der Welt versuchen Frauen, sich schöner zu machen im Vergleich zu den Männern, haben mehr Zeit, die sie damit investieren. Das ist schon sehr interessant, finde ich, und das ist noch nicht so beachtet worden, obwohl es jeder weiß. Ne? Und das ist ein schöner Aspekt, der sehr dazugehört, nicht? Und der Mann mit seiner Stärke möchte eigentlich auch, hat Sehnsucht danach, die Frau zu beschützen, rein archaisch, nicht? Vom Unbewussten her. Und die Frau möchte auch gerne beschützt werden, weil eben Leben, wenn sie Kinder hat, braucht sie das noch mehr und so weiter. Also das könnte man jetzt lang ausführen, aber das ist das Prinzip von der körperlichen Ebene. Der emotionalen Ebene hat die Frau die emotionale Intelligenz, das heißt, die ist emotional stärker da, die spürt mehr, hat mehr Empathie, zweifellos, viel mehr Empathie als Männer und hat aber auch mehr Tiefen. Ja, es gibt dreimal so viele Depressionen bei Frauen wie bei Männern, es gibt viel mehr Angstpathologie bei Frauen als bei Männern und so weiter. Männer auf der anderen Seite, die haben wenig Emotionen, aber sie sind emotional stabiler, das heißt, es gibt keine großen Schwankungen, die gehen eigentlich stabiler hin und das kann auch eine Qualität sein. Ne?
Und auf der dritten Ebene, auf der kognitiven, haben Frauen eben diese soziale Kompetenz, dieses vernetzte Denken, diese Fähigkeit, eben komplexe Systeme zu erfassen und sich einzuordnen richtig. Und Männer mehr eben diese Systematisierungsfähigkeit, das heißt, Systeme zu bilden und also so wie Maschinen oder solche Sachen, also eben Systeme und aus dem heraus eben die Welt zu erklären und zu verstehen oder eben auch nicht oder misszuverstehen, das natürlich auch. Und das sind drei verschiedene Ebenen, die sich irrsinnig gut in der Mitte treffen. Aber das Faszinierende ist, es ist ein Entweder-Oder. Ne? Also man kann nicht die Welt gleichzeitig systematisch und empathisch anschauen. Ja? Und deswegen ist es gut, wenn der Mann distanziert und systematisch ist und die Frau eher sozial und empathisch. Ne? Natürlich gibt es auch Frauen, die mehr auf dem männlichen Denken sind, aber die haben dann auch andere weiblichen Eigenschaften, die wieder typisch sind. Also insgesamt kann man mit diesem Konglomerat von den verschiedenen Eigenschaften die Geschlechter schon gut auseinander dividieren, trotz aller Überlappungen. Und das ist besonders gut für eine Partnerschaft. Und das und wenn Paare in der Krise, also wenn das der Grund für die Krise ist, wenn Paare in der Krise wieder mehr nachdenken, wie kann ich an meiner Männlichkeit arbeiten, also positiv, jetzt nicht aggressiv, aber positive Männlichkeit oder eine Weiblichkeit, dann ist das oft ein Schlüssel, um wieder eine bessere Partnerschaft zu führen. Das ist meine Erfahrung als Psychiater. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so durch einige Liebesfilme, dass dadurch schon das Ungleichgewicht so hergestellt wird, in der Überzeugung, dass man 1:1 gleich sein muss. Es wird ja so gezeigt in einigen Filmen, dass eben Mann und Frau komplett identisch empfinden müssen und dass diese Gleichheit dann die Basis der Partnerschaft ist. Aber vielmehr ist es ja die Ergänzung. Naja, das war so einmal. Ich bin ein Freund davon, immer zu überlegen, was ist wahr dran an dem, was das Gegenüber sagt. Und was wahr ist, dass Menschen, Männer und Frauen, gleichwertig sind. Aber sie sind nicht gleichartig. Und um gleichwertig zu sein, muss man nicht gleichartig sein. Ganz im Gegenteil. Wenn wir jetzt sagen, Männer und Frauen sind gleichartig, ja, das heißt, sie haben genau die gleichen Eigenschaften, dann könnte man ja sagen, also wir bleiben jetzt einmal auf der somatischen Ebene, ist die erste, könnte man sagen, ab sofort machen wir Boxkämpfe und Wettläufe mit Männern und Frauen gleichermaßen. Das Resultat ist, Frauen werden halt nie unter die Top 20 kommen. Nie. Und eine Frau wird ziemlich sicher einen Boxkampf gegen einen gleichaltrigen Mann nicht gewinnen. Deswegen hat man ja die Geschlechter getrennt im Sport. Und ich meine, was Frauen im Sport leisten, ist großartig, aber es ist halt in praktisch allen Disziplinen kein Vergleich mit dem, was Männer leisten, weil Männer einen anderen Körperbau haben. Verstehen Sie? Also deswegen ist es nicht immer ein Vorteil für die Frauen, sondern oftmals ein Nachteil, wenn man ihnen einredet, dass alles gleich ist. Weil sie sind das schönere und schwächere Geschlecht. Daraus folgt Frauenparkplätze. Frauenparkplätze ist, um Frauen zu schützen. Man müsste Frauen nicht schützen, wenn Frauen und Männer ganz gleich wären. Aber wir schützen unsere Frauen mit gutem Recht, weil sie eben begehrt sind und weil der aggressive Mann eben manchmal sich falsch verhält und wir deswegen Frauenparkplätze machen. Ich meine, da gibt es einen so starken gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage oder auch in Frage des Sportes. Das verlangt ja keine Feministin in Wirklichkeit, dass sie jetzt endlich mitmachen können bei den Box-Weltmeisterschaften der Männer. Das verlangt ja keine, weil sie ja weiß, dass ihre These falsch ist. Ne? Und deswegen glaube ich, da muss man einfach sich ganz genau anschauen, wo passt es und wo passt es nicht. Ich meine, ich bin in einer Familie groß geworden, wo alle Männer und Frauen Ärzte sind. Also man kann durchaus weiblich und männlich Arzt sein, das ist zwar verschieden, aber das ist total legitim, verstehen Sie? Also das heißt ja nicht, dass Frauen dann gar nichts mehr machen können, aber diese Wahrnehmung zu sagen, wir sind gleichwertig, aber jeder hat halt verschiedene Talente, das finde ich jetzt nicht bedrohlich für irgendjemanden, das ist eine gute Botschaft. Es gibt so einen Podcast, der von einer Kämpferin, Boxerin, und sie sagt, Frauen schlagen härter, also das ist direkt der Titel dieses Podcasts. Und das ist ja aber so eine allgemeine Auffassung. Und jetzt hatten Sie auch Feminismus mit ins Spiel gebracht. Woher kommt
Der Wunsch der Frauen, sich so über Männer, oder das ist ja kein direkter Wunsch, sondern es ist ja eher Indoktrination bei den Frauen, dass sie sich so über Männer erheben wollen. Und gleichzeitig bringen sie sich ja damit aber in so eine Opferhaltung und der Mann ist per se der Täter. Ja, da haben Sie recht, aber da möchte ich jetzt die Frauen in Schutz nehmen. Die wenigsten Frauen passen in dieses Klischee, sondern eigentlich mehr sehr wenige politisch aktive, laute Frauen, die vielleicht deswegen mehr Zeit haben, weil sie keine Familie haben und weil sie keine Lebenserfahrung in diesem Bereich haben mit Familie und Kindern und sich deswegen da in ein theoretisches Konstrukt verlieren, möglicherweise auch aufgrund einer schlechten Erfahrung. Nicht? Es gibt ja, man kann ja als Frau jede Menge schlechte Erfahrungen mit Männern machen, übrigens Männer auch mit Frauen. Also ich meine, ich möchte gerne Frauen und Männer miteinander versöhnen und das ist der Sinn dieses Buches. Aber zweifellos gibt es auch viel Misstrauen zwischen den Geschlechtern und es kann auch nicht funktionieren. Und in meinem Buch erwähne ich eben auch, dass es eine beratungsresistente Männlichkeit und eine beratungsresistente Weiblichkeit gibt. Und das würde ich sagen, das ist die Situation in den späten 90er Jahren. Ja, also dass Frauen sagen, ich bin eine Frau und du brauchst mir nichts sagen. Und der Mann sagt vielleicht dasselbe als Mann. Und dann clasht halt den ganzen Tag. Das hat ja auch keinen Sinn, weil man eben der Mann lässt sich nicht von der Frau beraten und die Frau lässt sich nicht vom Mann beraten. Ja, und das ist, glaube ich, das ist einfach ein schlechter Ansatz. Also ich möchte es jetzt nicht nur auf die Frauenseite schieben, sondern ich möchte immer das ganze Spektrum sehen, ja. Aber ein Geschlecht, das sagt, es ist viel besser als das andere und das andere Geschlecht ist ganz, ganz böse und ist für alle schuld. Ja, das ist halt eine Haltung, die ist nicht sehr konstruktiv und man wird halt alleine alt werden und dann einsam im Altersheim sitzen. Das wird halt sein. Ja, Sie haben ja jetzt schon genannt, für eine bessere Partnerschaft oder für eine gelingende Beziehung, dass eben Frauen ihre Weiblichkeit oder mehr darin aufgehen, Männer in ihrer Männlichkeit aufgehen und dass man sich seine Werte kultiviert, aufeinander eingeht. Aber wie kann die Kommunikation noch besser gelingen oder überhaupt erstmal besser gelingen teilweise? Also während Sie Ihre Frage gestellt haben, bin ich noch drauf gekommen, dass ich noch etwas Wesentliches sagen muss, nämlich, dass Männer, die männlich sind und Frauen, die weiblich sind, die werden einfach als attraktiver wahrgenommen als das Gegenteil. Frauen, die möglichst männlich ausschauen wollen und Männer, die möglichst weiblich ausschauen wollen, die werden halt vom anderen Geschlecht nicht als attraktiv wahrgenommen. Also es ist mir egal, wie sich jemand gebärdet, nur wenn er halt attraktiv sein will, dann muss er sich eben müssen Frauen weiblich sein und Männer männlich. Ja, also es kann jeder machen, was er will. Das ist kein Gebot, das ich ausgebe, sondern ein Rat als Psychiater, ja, für Menschen, die leiden und die ratlos sind. Und wenn Patienten zu mir kommen, dann sind sie ratlos. Und wie kann die Kommunikation, also jetzt komme ich aber erst zu Ihrer Frage, wie kann die Kommunikation gelingen? Indem man sich selbst als Mann relativiert. Und sagt, ich bin nur ein Mann und jetzt bin ich neugierig, wie die weibliche Sicht ist und ich bin dankbar, wenn meine Frau mir da ihre Einschätzung mitteilt. Das glaube ich, so weit kann noch jeder mit mir mit, aber ich sage das auch von Frauen, dass Frauen sagen, ich bin nur eine Frau und ich lasse mich jetzt von meinem Mann beraten, was seine männliche Sicht auf die Dinge sind. Das würde nicht wieder jeder unterschreiben, aber wie gesagt, ich formuliere es symmetrisch, ne? Und es ist skurril, dass wir in einer Zeit leben, wo man das eine jetzt ohne Probleme sagen kann und beim anderen empören sich alle. Das ist absurd. Wieder das. Also das heißt, Kommunikation gelingt immer, wenn man sich selbst relativiert, wenn man den anderen wertschätzt, wenn man weiß, der hat was drauf, was ich nicht drauf habe. Ja, die drei Dimensionen der Weiblichkeit, wenn ich jetzt von mir ausgehe, wenn ich jetzt in die Partnerschaft gehe und sage, ich weiß alles besser als meine Frau, ja, absurd, ich meine, kann nicht gut gehen, ja, und umgekehrt auch, ne? Geht nicht, ja. Aber wenn ich sage, du als Frau, wie ist deine Sicht, weil ich meine, ich denke halt mehr systematisch und du denkst halt mehr empathisch, aus dieser Sicht, wie würdest du die Situation einschätzen, dann habe ich einen Mehrwert, ja. Ich erkläre das auch gerne mit den Augen. Ja, die zwei Augen sind nur deswegen dreidimensional, weil sie verschiedene Blickwinkel haben. Und das ist eben Mann und Frau oder auch Vater und Mutter, verstehen Sie? Also auch so, wie wir auf das Kind blicken, das ist der väterliche Blick ganz anders als der mütterliche Blick.
Und hier machen oft die Mütter den Fehler zu sagen, was ich sage, das stimmt, weil ich bin die Mutter und ich weiß alles besser. Absurd, ja. Der Vater hat genauso eine Sicht, das ist eine andere Sicht. Er sieht es von einem anderen Blickwinkel, aber genauso entsteht dreidimensional eben eine Sichtweise und so kann man, und es widerspricht sich nicht. Das ist ja das Tolle, es widerspricht sich nicht. Und wenn man das im Kopf hat, dann kann man so respektvoll mit dem anderen Geschlecht kommunizieren, dass eben dieser Konkurrenzkampf, den es da gab in den 90er Jahren, dass der wegfällt, wer verdient mehr, halbe im Haushalt und solche Sachen. Das ist dann Vergangenheit. Ja, weil Sie jetzt Kinder mit angesprochen haben und die Perspektive, wie Mütter und Väter auf Kinder schauen, durch Homeschooling oder generell durch die jetzige Situation, haben tendenziell die Streitigkeiten zu Hause ja doch zugenommen. Und oftmals bezieht sich der Konflikt ja auch ums Kind oder um die Kinder. Wie können sich Partner verhalten im Streit oder in der Auseinandersetzung mit ihren Kindern? Denn meistens führt es ja auch dazu, dass der Streit mit den Kindern sich dann später auf den Konflikt zwischen den Eltern überträgt. Das stimmt, ja. Aber ich würde zuerst sagen, also ich würde da unterscheiden zwischen den dysfunktionalen Familien und den funktionierenden Familien, weil auch in Zeiten des Lockdowns die funktionierenden Familien eigentlich besser zusammengehalten haben und glücklicher miteinander leben. Und also unsere Kinder sind aufgeblüht und also das war wirklich, das war eine gute Zeit. Aber natürlich weiß ich auch von Familien, wo eben dann der Streit eben zum Alltag geworden sind, weil sich die Ehepaare eigentlich eh nicht mehr gekannt haben, weil sie sich fremd geworden sind, weil sie sich auseinandergelebt haben. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt beide Homeoffice haben und die Kinder auch noch da sind, die man eigentlich nur mehr als Funktion wahrnimmt. Ich habe Kinder, aber ich delegiere sie an die Schule, nicht? Das ist ja eigentlich eine falsche Haltung, nicht? Also die Kinder... Sondern eigentlich ist ja der erste Zuständige die Eltern und nicht die Schule. Ne? So, aber jetzt ist Ihre Frage, wie kann man Streit verhindern? Streit verhindert man genau, indem man eben, also Streit hat sehr viel mit einem Bauchgefühl zu tun. In der Streitsituation, also kurz bevor der Streit ausbricht, hat meistens einer oder fast beide ein Gefühl von der andere setzt sich ins Unrecht und ich habe recht. Das ist aber ein Bauchgefühl. Das ist nicht wahr oder nicht immer wahr. Und wenn man dieses Bauchgefühl einfach, wenn man dem Bauchgefühl nachgibt, dann kommt es zum Streit. Weil dann sagt man, das ist ja eine Schweinerei, was du mit mir machst und so weiter, bla bla bla. Aber wenn man weiß, okay, jetzt bin ich heiß, jetzt bin ich sauer und jetzt würde ich was Aggressives sagen, dann sollte man eigentlich deeskalierend den Raum verlassen, die Situation bereinigen und den Streit verhindern. Und dann, wenn die Emotionen runtergekocht sind, dann schaut man mit der Vernunft drauf, mit dem Kopf und sagt, na, wie sind die Dinge wirklich? Ja? Und wann ist die Emotion weg? Dann, wenn man sich selbst reflektieren kann. Dann, wenn man plötzlich Verständnis für den jeweils anderen hat. Also solange man noch der Meinung ist, ich habe 100% Recht und der andere hat 100% Unrecht, braucht man es gar nicht klären. Aber dann, wenn die Emotion weg ist, dann sollte man sich zusammensetzen und es klären. Das ist das Geheimnis einer streitlosen Ehe. Wenn man das wirklich gut spielen kann, ja. Also einerseits deeskalieren, aber danach im zweiten Schritt nicht runterschlucken, sondern ansprechen. Weil da etwas zwischen uns ist und das ist das Geheimnis. Manche deeskalieren, aber dann sagen sie, ja, jetzt ärgere ich mich nicht mehr, es ist eh wurscht. Und das ist genau falsch, weil es ist nicht egal, sondern es kommt wieder und dann ärgert man sich mehr, weil man hat es ja nicht besprochen, dann macht der andere das noch einmal genauso. Dann ärgert man sich mehr als beim ersten Mal und beim dritten Mal kommt es dann wirklich zum Ausbruch. Das ist das Geheimnis, aber die Grundlage ist immer wieder dasselbe, dass man respektvoll auf den anderen blickt und in ihm einen gleichwertigen Partner sieht und nicht runterschaut und sagt, du bist nur ein Mann oder du bist nur eine Frau. Das geht nicht. Ja, definitiv. Aber wie lernt man sich, Sie hatten es jetzt anklingen lassen, dass sich die Partner auseinander dividiert haben, wie lernt man sich wieder besser kennen, wenn man bestrebt ist, die Ehe eben aufrechtzuerhalten oder die Beziehung aufrechtzuerhalten?
Also das, eines der wichtigsten Dinge, um sich kennenzulernen oder immer wieder neu kennenzulernen, weil ein Partner ist ja auch immer wieder, ein Ehepartner ist ja auch immer wieder eine Überraschung, ja, ist ein Eheabend. Das bedeutet, dass man sich zurückzieht ohne Kinder, ungestört und dass man sich miteinander beschäftigt. Ja. Klassischerweise vier Fragen: Wie geht es mir mit mir? Wie geht es mir mit dir? Und dann umgekehrt. Also das heißt, mit mir geht es mir nicht gut, weil ich, keine Ahnung, Sorgen habe in der Karriere. Mir mit dir, ich bin glücklich, dass du mir mein Lieblingsessen gemacht hast, aber das war nicht schön, wie du gesagt hast, das und das, verstehen Sie? Und dann der andere, dass man also sozusagen die Tabus ausräumt, aber in einem sehr angenehmen Rahmen und eben geprägt von Wohlwollen. Also so lernt man sich kennen, ja, dass man sich wirklich in die Augen schaut, dass man sich zuhört, dass man Zeit miteinander verbringt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich werden Sie schon sich damit beschäftigt haben, dass ich drei Arten der Liebe unterscheide. Die Liebe des Bauches ist der Eros, das ist das Verlieben, das ist am Anfang, es ist nützlich und nett, aber das ist nicht die Hauptsache, aber gut und wichtig. Die zweite Liebe ist die Philia, die Freundschaft, die Liebe des Kopfes, ja, dass man sich mit dem Kopf austauscht, einander zuhört und auch weiß, was geht im anderen vor. Und die Agape ist die Liebe des Herzens, dass man sich hingibt, dass man sich schenkt. Also dass man treu bleibt, auch wenn man keine Lust drauf hat, dass man verzeiht, auch wenn es sich nicht so anfühlt, solche Sachen, das ist die Agape, ja. Aber die Philia ist die, wo man sich gegenseitig zuhört, wo man sich kennenlernt. Freund kann man nur sein, wenn man zusammen ist. Es gibt keinen Freund, den man nie sieht oder nie hört. Das gibt es nicht. Ja. Verwandte schon. Man kann einen Bruder in Australien haben, den man nie hört und sieht. Und es bleibt ein Bruder, aber ein Freund bleibt es nicht. Freundschaft braucht Zeit. Und das gilt ganz besonders für Partnerschaften. Es ist erstaunlich, wenn Leute Kinder oder sogar mehrere Kinder haben, wie wenig sie sich miteinander beschäftigen. Und dieses Miteinander beschäftigen, das ist wichtig. Sie sagen da ja auch in dem Bezug immer, dass der Partner immer die erste, also nach dem Transzendentalen, dass immer der Partner kommen sollte in der Beziehung und erst danach die Kinder. Ja, ich sage, dass der Partner der wichtigste Mensch auf Erden ist. Ja, das Transzendente ist ja sozusagen nicht auf Erden. Und die Kinder kommen definitiv danach. Und es ist gut für die Kinder, dass es so ist. Und die Kinder lieben das, wenn Papa und Mama eins sind. Das ist nichts schlimmer für die Kinder, als wenn sie selber heiß geliebt werden, aber der Papa von der Mama abgewertet wird oder umgekehrt. Das ist nicht schön. Das wünscht sich kein Kind. Aber viele Mütter oder auch Väter glauben das, dass wenn die sagen, werde nie wie dein Vater, das ist einfach das ist ein Giftsatz. Ja, das stimmt. Okay, dann vielen Dank zu den Beziehungstipps oder zu den nützlichen Hinweisen. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz gern auf die Zeit eingehen, in der wir jetzt gerade sind. Und da meine ich nicht die ja, gesellschaftlich-politische Zeit, sondern mehr die weihnachtliche Zeit, die Adventszeit. Und Advent bedeutet ja Hoffnung. Allerdings kann man tendenziell verstärkt gerade Hoffnungslosigkeit beobachten. Wie würden Sie Patienten oder Klienten eben helfen, wieder Hoffnung zu erlangen, wieder, ja, wieder mehr Hoffnung zu verspüren? Ist das was, an was man aktiv üben muss, wenn man es nicht mehr spüren kann, dass das erst über den Kopf geht? Oder wie, was raten Sie da? Ja, Hoffnung ist oft, das ist eigentlich ist es man nennt das eine göttliche Tugend. Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe ist eine göttliche Tugend. Aber eigentlich ist es auch eine innere Haltung, ja, des Optimismus. Eine innere Haltung des Optimismus, die aber auch sehr viel damit zu tun hat, dass man fähig ist, die jetzigen Probleme zu relativieren. Ja. Man hat Schwierigkeiten mit einem Installateur, weil die Rechnung zu hoch ist, was auch immer. Es gibt Menschen, denen verdirbt das den Tag oder die Woche. Und es gibt Menschen, die sagen, die können das richtig einordnen und sagen, ja, das ist zwar blöd, ja, ärgerlich, eine überholte Rechnung, aber ich lasse mir meine Laune, meine Familie nicht verderben. Und genauso ist es mit Politik oder mit gesellschaftlichen Entwicklungen, mit Steuerrecht oder mit was auch immer, mit der falschen, unter Anführungszeichen, Regierung oder whatever, ja. Also ich meine, die Frage ist, wie nah lasse ich das an mich ran und wie sehr lasse ich mich davon prägen? Natürlich, wenn sich jetzt jemand 3 Stunden pro Tag
die Nachrichten reinzieht, dann geht es ihm nachher schlecht. Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, es mehr denn je geht es um einen klugen, einen verantwortungsvollen, aber vor allem einen klugen, also im Sinne der Selbstfürsorge, Umgang mit dem Medienkonsum, ja, dass man weiß, was man konsumiert, wie viel man konsumiert, wie man das einordnet. Also ich beobachte das selber bei mir, also wenn ich mich so da quer mal durchlese, was gerade wieder alles aktuell ist, geht es mir nachher schlechter. Das ist einfach, weil einfach ja, vieles nicht so richtig passt und keine schönen Nachrichten dabei sind, aber Bad News and Good News, das ist halt das Prinzip. Und das ist auch die Dynamik, in der wir stehen, dass die Medien so ticken, dass sie halt die Sensationen in den Vordergrund spielen oder einfach die Katastrophen oder die Katastrophenmeldungen, die dann ja so eh nicht eintreffen. Und insofern würde ich sagen, die Haltung der Hoffnung hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich innerlich im Gleichgewicht bleibe und wieder meinen Blick neu richte auf das Wahre, das Gute und das Schöne. Wir kommen immer wieder zum Selben. Und wenn ich weiß, dass es einfach das Wahre, das Gute und das Schöne gibt, im idealen Fall, indem ich weiß, dass das Personal ist, ja, dass das einfach ein persönlicher Gott ist, der es gut mit mir meint, dann weil sie Hoffnung sagen, Glaube, Hoffnung und Liebe hängt ja auch ganz eng miteinander zusammen, dann ist es nicht schwer, auch Hoffnung zu haben, ja, dass es irgendwie weitergeht, ja. Vielleicht, also ich glaube, dass wir jetzt an einer Zeitenwende stehen. Aber es gab schon viele Zeitenwenden und die Menschen haben das immer überlebt. Also nicht alle tatsächlich, aber ja, eine Zeitenwende ist mühsam, aber dann wird halt die Welt anders sein. Ja. Aber das ist nicht, verstehen Sie, das ist nicht schlimm, wenn man, es geht um viel mehr als um einfach Tagespolitik. Diese viele Menschen haben eben diese Selbsttranszendenz nicht mehr, die besitzen die nicht. Und deswegen hängen sie so drinnen in diesem System und reden ja, denken nach über Impfung, Zwangsimpfung oder was auch immer. Das macht sie ganz wuselig und depressiv oder aggressiv, je nach Persönlichkeit. Aber ich glaube, es ist schon gut, auch sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja. Ich glaube, bei einigen ist es vielleicht auch nicht so die Angst, also wenn ich jetzt von mir selber spreche, da ist es keine Angst, sondern mehr so das Ungerechtigkeitsempfinden. Und da haben Sie völlig recht, je mehr man sich dann mit Mediennachrichten beschäftigt, umso stärker prägt sich das aus. Also ich habe mir selber da mehr oder weniger Nachrichten ferner verordnet. Aber ja, also Was würden Sie jetzt den Personen, die vielleicht, Sie haben jetzt Glaube, Liebe, Hoffnung auf eine Ebene gesetzt, die vielleicht jetzt von sich sagen, sie sind einfach nicht gläubig. Wie würden Sie dann helfen, trotzdem irgendwo Hoffnung zu finden? Ich formuliere immer so, dass auch Menschen, die keinen Glauben im klassischen Sinn haben, mir folgen können. Und ich weiß auch, dass das so ist. Deswegen rede ich auch von Selbsttranszendenz und da manche sagen halt, die Selbsttranszendenz finden sie, wenn sie auf die Berge gehen oder eben, und das spüren sie dann. Dann sage ich, gut, dann gehen sie öfter auf die Berge und schauen sie halt nicht Nachrichten. Also das mit den Nachrichten, das gibt es ja alle. Ne? Aber die Selbsttranszendenz, da findet jeder einen eigenen Zugang und die Künstler finden das halt im Schaffen ihrer Kunst und oder im Konsumieren der Kunst. Manche lesen gerne Bücher oder vertiefen sich in Philosophie oder eben gehen in den Wald, machen Sport. Ganz verschiedene Dinge. Also ich glaube, dieses Prinzip, dass der Mensch, also dass es um mehr geht, als nur um dass der Mensch nicht auf sich allein zurückgeworfen existieren kann oder dass das keine gute Form der Existenz ist, das glaube ich, wenn man das verstanden hat und wenn man sich ausrichtet auf das wahre Gute und Schöne, was auch immer das für die Person ist, glaube ich, dann sind wir schon einmal gut, dann ist der Mensch schon gut aufgestellt. Ja, vielen Dank dafür. Das waren jetzt gleich wunderschöne Schlussworte. Möchten Sie unseren Hörern noch etwas, also Sie haben ja jetzt schon wahnsinnig viel mitgegeben, aber zum Abschluss noch etwas mitgeben? Ja, ich glaube, wir haben einen guten Bogen gespannt. Danke für das schöne Interview. Dankeschön auch.